Hier ist ein Trauriger. Der ist ganz frisch, der ist von heute. Also der ist wirklich so neu, also den habe ich selbst noch nicht gelesen, im Grunde genommen. Ist wirklich heute entstanden. Ich würde gerne einen Text machen, der jedem in Erinnerung bleibt. Etwas Bedeutendes, dass man sich merkt, ein Text, den man immer mal wieder erwähnt, so wie, Schatz, erinnerst du dich noch an den Text von dem Slammer 15. Oktober im DRI? Willst du mich heiraten? Oder Scheidung? Hast du den Text vergessen vom 15. Oktober im DRI? Oder, okay, Diagnose Krieg ist schlimm, aber es gibt ja noch den Text vom 15. Oktober im DRI. BP würde den Menschen sagen, Ölpest, schlimm, aber denk doch mal an den Text. Ich würde gerne mal so einen Text schreiben, der den Menschen einfach in Erinnerung bleibt, aber das wird nicht. Ich komme ja bereits aus der Unbedeutsamkeit. Aha, und wo liegt der Ort, aus dem du kommst? Vielleicht kennen Sie das auch. Sie kommen aus irgendeinem unbedeutenden Kaff, das keine Sau kennt und müssen deshalb jedem, der Sie nach Ihrer Herkunft fragt, erklären, wo das ungefähr liegt. Ich komme aus irgendeinem Kaff. Bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe einen Zivildienst dort in einem Krankenhaus abgeleistet. In meinem Heimatkaff gibt's nichts Besonderes. Und das auch nur, wenn was los ist. Es gibt 3 Häuser, 2 Nachnamen und samstags einen kleinen Markt. In meiner Heimat wird Milch noch haltbarer gemacht, indem man sie möglichst lange in Kühen aufbewahrt. 2-mal am Tag fährt ein Bus vorbei, vormittags und nachmittags. So steht es auch auf dem Fahrplan. 4 PS hat das Gefährt, weil da noch 4 Pferde vorne dran gespannt sind. Es gibt einen einzigen Arzt, der ist Chirurg und gleichzeitig auch Metzger. Aber das Alleraußergewöhnlichste ist, es gibt dort keinen Poetry Slam. Aber jetzt war ein Witz. Es gibt auch dort eigentlich, habe ich sie sich dahin gebracht. Man spricht dort übrigens noch so eine Art Mittelhochdeutsch, habe das Lateinische in den letzten Jahren abgelöst. Nur das war jetzt alles ein wenig subuntertrieben. Warum erzähle ich von meinem Heimatkampf? Interessiert doch keinen. Was uns interessiert, sind doch echte Sensationen. Wir Menschen wollen nicht zwingend heile Welt. Das heißt, schöne Klänge hören, geschmackvolles Sehen, angenehmes Fühlen, Düfte riechen und Leckeres erschmecken. Meistens blenden wir doch genau das aus unserer Wahrnehmung aus. Wir hören lieber Lärm, sehen Unheil, fühlen Schmerz, riechen Gestank und erschmecken Bitteres. Es muss einfach knallen und genau das bleibt uns Menschen in Erinnerung. Und nicht nur das. Während wir die Namen und Geburtstage unserer Liebsten vergessen, merken wir uns auch ganz andere Sachen. Die wissen wir sogar auswendig. Jeder weiß zum Beispiel, was Flügel verleiht, wie das Land friesisch herb ist, was man morgens 9:30 in Deutschland isst, was quadratisch praktisch gut ist, was man nicht schnappen soll, wenn es wieder länger dauert, wo nicht so möglich ist, wo man incomes and out findet, wie man nicht mehr wohnt, sondern schon lebt, wen keiner mehr anmacht, was man noch hat bei Happy Break, was Kinder froh macht und Erwachsene ebenso, was man isst, wenn der kleine Hunger kommt und was aufs Brot muss, damit man was drauf hat. Und wer sich keine echte Nutella leisten kann, der kann sich dann wenigstens auch selbst einnockern. Die Werbesprüche haben sich im Vergleich zu früher noch nicht mal groß verändert. Ich liebe es, hat man früher eben gesagt. Ich liebe es. Heute kauft man Süßigkeiten von Hitschler und Kräuterbutter von Mägle. Persil hatte lange Zeit den Werbespruch, er ist unheimlich stark, dann unheimlich klein. Das konnte ich nachvollziehen, dass meine Klamotten unheimlich stark gewaschen waren, danach unheimlich klein. Und wenn wir nicht wissen, mit welcher Biermarke wir uns besaufen sollen, dann nehmen wir eben einfach das König der Biere. Das König! Wir merken uns diesen Schwachsinn an Werbesprüchen. Zwar nicht immer, aber immer öfter. Und das ist sehr traurige Wahrheit. All das könnte uns krank machen, aber wir wissen ja, was die Abwehrkräfte aktiviert. Trinken Sie das jeden Tag, dann fühlen Sie sich besser. Hat doch dieser Wettermoderator auch gemacht. Hat irgendwann seine Freundin vergewaltigt. So gut hat er sich gefühlt. Und jeder hier weiß ganz genau, welcher Wettermoderator seine Freundin vergewaltigt hat. Auch den Namen muss ich nicht nennen, hat jeder schon auswendig im Kopf. Aber der kommt übrigens gar nicht aus der Schweiz, wie die Medien immer vereinfachen, sondern nur aus Grenznähe zur Schweiz, aus einem Kaff namens Lörrach, wo auch Christian Klar herkommt und, wie jetzt auch jeder weiß, die Krankenhaus-Amokläuferin die letzten Monate in meiner alten Zivilstelle herumballerte. Auch sie hat meinen Heimatkaff Lörrach ein bisschen berühmt gemacht, leider. Interessant, dass auf der Welt immer nur genau so viel passiert, wie auch in 15 Minuten Nachrichten passt. Und trotzdem muss ich inzwischen niemandem mehr erklären, wo das liegt, woher ich komme. Denn an einen Amoklauf erinnert man sich. Und sogar an die flachsten Werbesprüche. Aber wer erinnert sich schon an einen Text? Also, was mache ich überhaupt? Aber Werbetexter will ich auch nicht werden. Habe ich keine Lust, Leute zu verarschen. Und Amokläufer? Da ich Waffen und Gewalt verabscheue, wird's schwierig. Aber vielleicht fällt mir noch was ein. Und bis dahin bleibt mal wieder nur ein Text zum Vergessen. Danke.